Ich fürchte, der Rückstand wird noch eine Weile sein, aber es wird. Sie kennen ihn schon von dem behelfsmäßigen Personalausweis, den wir. Zunächst wird Herr Minister de Maizière. Künftig erfassen alle Behörden bei der ersten Begegnung mit Flüchtlingen standardisiert Daten in einem zentralen System. In Zukunft wird es so sein, dass es ohne Ausweis keine Asylbewerberleistungen gibt und ohne Ausweis kein Asylverfahren. Klar ist, dass diese Registrierung länger dauert als bisher die Registrierungen. Aber sie ist eben so vielfältig nutzbar für alle Folgenden, dass wir einen großen Beschleunigungseffekt bekommen.